Wir haben Herrn Schmidt vorhin auch gefragt, sind Sie mit dem Kanzler gekommen? Dann hat er gesagt, nee, das würde meinen Marktwert zu weit runterziehen. Ja, und dieses Weinen in den Tagesthemen und so weiter. Ja, und bei Habeck merkt man ja schon, dass es sehr substanziell wird. Das leitet er immer ein mit, echt kein Scheiß jetzt, Leute. Ja, so, dann wird es ganz menschlich. Und dann ernsthaft zu sagen, dieser Job ist so hart, seit einer Woche esse ich Müsli mit kaltem Wasser. Er hat zumindest kaltes Wasser, das haben ja auch zwei Drittel der Menschheit nicht. Ja. Die Frage ist, wen bringen die Grünen als Spitzenkandidat? Habe ich es momentan ein bisschen angezählt. Annalena Baerbock scheint man das geklaute Buch, dass sie vom Völkerrecht herkommt, verziehen zu haben. Sie hat gute Bilder. Ich habe sie neulich gesehen mit so einer sehr schicken Sonnenbrille in einem Khan im Irak zu Besuch. Um sich dort mal ein Bild zu machen und also das einen Eindruck zu verschaffen, meine ich. Und sind Sie auch so ein verkappter Grüner, der Jaguar fährt, Verbrenner natürlich und nee, dann aus Ablasshandel nee, grün nee, will? Ich kann es Ihnen noch viel besser sagen. Ich mache immer Wahl-O-Mat. Ja? Und bei kommt der immer die Partei, die Sie wählen, bei der verboten. Letzten Wahl kam bei mir raus 50% Übereinstimmung Grüne, 50% AfD. Ja? Ja. Und ich war geschockt, 50% Grüne. Ja. Das heißt, wenn das rauskommt, bin ich erledigt. Ja. Und das heißt aber, das ist das Bedenkliche, kaum ist man mal für Waffenlieferungen und Kriegseinsätze, wird man in so eine grüne Ecke gedrängt. Und ja. Und dagegen muss ich mich natürlich wehren.